Ja, hallo zusammen. Nach ganz langer Zeit kommt mal wieder ein Video von mir und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt einordnen soll in die Reihe OpenTX Weekly, weil ja schon so viel Zeit vergangen ist. Aber vielleicht kann man ja mal wieder was Neues beginnen. Mal schauen, was draus wird. Ja, ich wollte euch einfach nur mal berichten, wo die Reise bei mir hingeht. Hier, was hier so fröhlich vor sich hin blinkt, das ist mein Cruise Controller, habe ich den mal getauft, im Gegensatz zu einem Flight Controller bei Drohnen. Ein Cruise Controller für Schiffe oder für andere Fahrzeuge. Und da seht ihr so eine kleine Antenne dran. Da ist also hier ein Express LRS Empfänger drauf. Und ich habe es mal jetzt so gemacht, dass ich hier ein Servo angeschlossen habe. Hier haben wir dann ein FR-Sky S-Port Lipo-Wächter. Den habe ich jetzt gerade nicht in den Lipo angeschlossen. Das kann ich aber nochmal nachholen. Dann blinkt er nicht mehr so hektisch. Hier haben wir einen S-Bus zu PWM-Konverter. Und da habe ich auch noch ein Servo angeschlossen. Und das alles wird hier betrieben über den Cruise-Controller. Das Bluetooth-Modul habe ich gerade mal runtergenommen, was hier auch drauf ist, damit man den Express-LRS-Empfänger sehen kann. Das ist alles vielleicht noch gar nicht so spektakulär, aber noch schöner finde ich, dass die FlySky, wie heißt der nochmal, i6X, nun nicht nur OpenTX kann, das ist ja schon einige Zeit so, sondern auch Express LRS und zwar als externes Modul, wobei das externe Modul gar nicht so extern ist. Man kann hier nämlich keins reinstecken, sondern ich habe eins intern eingebaut und das ist so super klein. Man kann ja die Express LRS Empfänger auch als Sendemodul benutzen, zwar mit reduzierter Sendeleistung, aber das reicht für uns als Funktionsmodellbauer aus. Wir brauchen ja nicht 100 Kilometer Reichweite. Ein Kilometer reicht und das kriegen wir damit hin. Das Gehäuse ist noch auf. Ich will euch das nämlich gleich zeigen, aber erst schalten wir das Ding mal ein. Muss mal gucken, dass das hier nicht so blendet. So, jetzt hat das hektische Blinken aufgehört. Vielleicht kann man das hören und auch sehen, dass dieses Servo sich hier bewegt. Dabei fällt es um. Dann kann man schon mal sehen, dass es sich bewegt. Und jetzt muss ich irgendwie schauen, dass das Blenden hier verschwindet. Genau. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf das Tools-Menü. Mache ich das Licht auch nochmal aus. Ist wirklich nicht so gut zu erkennen. Ich muss warten, bis die Beleuchtung ausgeht. Jetzt kann man es sehen. Im Tools-Menü von OpenTX gibt es jetzt also auch das Express LRS Tool. Das ist jetzt nicht das Lua-Skript, was normalerweise bei HTX oder bei OpenTX verwendet wird, sondern das ist in das OpenTX für diese FSI6X eingebaut. Und wenn ich das jetzt einfach mal auswähle, dann kann man sehen, dass also schon das Menü von dem Sendemodul geladen worden ist. Und ich gehe jetzt mal ein bisschen nach unten. Da steht Other Devices. Da drücke ich jetzt mal drauf. Und siehe da. Ich warte wieder, bis die Beleuchtung hier aus ist. Da steht jetzt einmal oben DoubleTX ESP. Das ist der Empfänger. Das ist dieser hier. Und da steht auch das Menü von dem Cruise Controller. Das ist mein Cruise Controller. Und wenn ich da drauf gehe, kriege ich dann later das Menü von dem Cruise Controller. Ich habe hier eine sehr geringe Baudrate eingestellt. Das ist, hätte ich vielleicht für das Video nochmal anders machen sollen. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt geladen. Das ist das Menü von dem Cruise Controller. Damit kann ich also den Cruise-Controller hier steuern. Ich kann auch Funktionen auslösen, wie zum Beispiel Schaltfunktionen. Dafür habe ich dann hier ein Menü.
organisch. Eigentlich war es auch gar nicht dafür gedacht, aber mir kam die Idee mit der FSI 6X, dass man das doch auch so machen kann, weil man da ja keine Lua-Skripte installieren kann auf dieser kleinen Anlage. Dazu reicht der Speicher leider nicht aus. Aber stattdessen kann man ja die nötige Menüfunktionalität hier direkt auf den Cruise-Controller generieren lassen. Und dann funktioniert das auch. So, jetzt zeige ich euch noch mal kurz das Innenleben. Dazu schalte ich sicherheitshalber mal eben aus. Ein bisschen fokussieren. Man sieht hier drei zusätzliche Kabel, Masse, Plus und Signalkabel für die serielle Verbindung. Und das geht denn hier zu dem kleinen Express-RS-Empfänger. Der ist ungefähr so groß wie mein kleiner Fingernagel. Also ziemlich genau einmal ein Zentimeter groß. Den habe ich da jetzt einfach so reingeklebt als zweites Modul in meine Anlage. Die kann ich jetzt also nicht nur FlySky, AFADS 2A, sondern sie kann auch Express LRS. Und das finde ich doch eine ganz coole Sache.